Der wirklich ganz normale Alltag eines Lokführers. Part 1. Ach, Mann, ey. Ich liebe meinen Job, wa? Aber zu Hause ist irgendwie am schönsten. Na gut, was soll's? Okay, Radio aus. Und dann wollen wir mal loslegen, wa? Ach, schön. Ach, ja, die Kollegen sind auch schon da. Ja, toll. Okay, gut. Kurz nochmal abschließen. Ah, gut. Ah, wo ist denn mein Zug? Wo ist er denn? So. Drei, fünf, sieben, neun. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Hey! Komm jetzt runter! Verdammt, komm jetzt! Ah, okay. Ah, so. Ah, gut. Kurze Stärkung, bevor es losgeht. Ah, Mann, ey. Ah. Ja. Die Arbeit erstmal losgeht. 7 Stunden jetzt. Ich mag meinen Job. Ich hab's ja gerade eben schon gesagt, aber 7 Stunden jetzt auf einen Sitz. Ich würde jetzt lieber ganz gerne hier auf dieser Bank hier hocken. Und den Leuten so ein bisschen beim Schwadronieren zuschauen. Beobachten, was in ihren Köpfen vor sich geht. Ah ja. So, dann wollen wir mal einsteigen. Warte, das ist. Hören Sie so laute Musik, meine junge Dame? Das ist doch nicht Ihr Ernst, oder? Mensch! Gnädige Frau, ich will Sie nicht belästigen. Ich bin auch nur Lokführer hier dieses wunderschönen Zuges. Aber nichtsdestotrotz, ich mache mir Sorgen um Ihr Trommelfell. Was haben Sie denn da? Ja, gut. Das ist eine schöne Marke, aber Sie wissen schon. Nicht so laut machen, das geht wirklich in den Kopf, hm? Ja. Und du? Wo gehst du hin, mein Freund? Hä? Ah, die sehen schon ein bisschen angenehmer aus, aber auch nicht so laut, Mann. Diese In-Ear-Kopfhörer können auch sehr gefährlich sein. Tu? Gott, kann ich gar nicht lesen. Wer macht aber auch schwarz auf schwarz? Verstehe ich nicht ganz. Gut, dann wollen wir mal einsteigen, wa? Die Leute haben wir jetzt mal ein bisschen gezüchtigt und. Oh. Ein Funkgerät. Ja, weile mal hier. Es gibt Probleme mit dem Antrieb und den Bremsen. Ich soll mir das mal angucken. Oh, nicht euer Ernst. Ich habe mir gerade die Hände gewaschen. Okay. Ja, ja. Schau ich mir an. Ah. Ah, toll. So. Das ist ja wieder herrlich hier, ey. Ach, kann ich mir schon wieder hier was antun, ey. Weißt du, das ist. Kommst gerade frisch vom Saubermachen. Mal die Hände mit Seife schön sauber gemacht. Bitte, Leute, ey. Ganz ehrlich. Auch ihr. Immer schön sauber machen, ja? Und denn sowas hier, dass sie wieder hier rumwerkeln. So. Okay. Ah. Mann, ey. Seht ihr sofort, das ist doch nicht richtig fest. Ah. Der Herr mit dem Rucksack. Haben Sie rein zufällig Werkzeug dabei? Nein? Ja, wenn ich mir das alles so genau hier angucke, das wird schon halten. Einfach alle einsteigen. Ja, ich bin sicher, dass es halten wird, keine Sorge. Bin Lokführer vom Beruf. Ey, wenn ich recht überlege, ich glaube, ich müsste nur mal für kleine Lokführer. Ohne Momento, Papa Bohr, es geht gleich los. Vorsicht, Vorsicht, muss mal für kleine Lokführer. Achtung, ah Gott, die Blase, die drückt aber auch. Kann sich nur ein paar Minuten jetzt ziehen, okay? Dankeschön. So. Ja, das ist halt Unisex-Toiletten, wissen Sie, da können alle rauf. Da macht man einfach auf den Boden und dann passt das schon. Ah, shit, die Erleichterung, toll. So, Leute, es kann losgehen. Auf geht's. Ah, so, sehr schön. So, dann wollen wir mal. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Fahrgäste, ich heiße Sie herzlich willkommen hier auf unserer wunderbaren Linie durch das wunderschöne Österreich. Mein Name ist Waldemar van der Lok. Wie Sie wahrscheinlich an den Namen schon erkennen werden, komme ich aus Holland und ich freue mich sehr herzlich bei Ihnen zu sein, mit Ihnen zu fahren. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Wir werden uns hören und versprochen auch sehen. So.
Sehr schön. Ah, herrlich. Frische Luft könnte ich jetzt gebrauchen. Ah, herrlich. Ah, hi, Kollege. Ah, es ist schön, diese wunderbare Natur. Oh, schön. Ah, einfach mal genießen. Den Kopf einfach mal rausziehen. Und der Clou daran ist, es kriegt niemand mit. Ich kann mal hier eine quarzen. In Deutschland wäre so einiges andere auch noch legal, aber davon wollen wir erstmal gar nicht reden, wa? So. Okay. Hi. Gut, da vorne müssen wir gleich halten. Oh, noch 4,3 Kilometer. Ach du, da könnte ich eigentlich, ich mal ganz kurz aufs Ohr legen, wa? Hallöchen, hi, hallo. Mal eine ganz bescheidene, doofe Frage. Wer hat für Sie tendenziell ein Problem, wenn ich mich ganz kurz langlege? Ich hab echt nicht viel Schlaf bekommen, wa? Das tut mir auch echt leid. Also, wenn es für Sie in Ordnung ist, ja? Die Damen? Wäre tendenziell für Sie in Ordnung, wenn ich mich ganz kurz mal hier lang lege? Ach, ey, Sie sind zu nett. Oh, ich sag Ihnen, ey. Oh, schöne Jacke haben Sie an. Gut. Wecken Sie mich? Wir haben noch 4 Kilometer. Keine Sorge, wir haben noch 4 Kilometer. Aber als Lokführer kann man auch mal sich hinlegen, wa? Also. Schön. Einfach mal so ein bisschen gemütlich machen. Es ist herrlich. Ja. Das ist so schön. Es ist toll. Herrlich. Ich mache ein bisschen die Augen zu, ja? Wecken Sie mich einfach, wenn wir ankommen. Ich gucke aber sehr grimmig. Hi. Ja. Sieht man auch nicht alle Tage, wa? Der Lokführer. Ich wollte schon immer Lokführer sein. So. Das hat gut. Gut. Ich glaube, wir sind auch bald da. Ich kann ja mal kurz die Fahrkarten kontrollieren. Hallöchen, junge Dame. Die Fahrkarten, danke schön, danke. Die Fahrkarten, danke schön, danke schön. Die Fahrkarten, danke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Fahrgäste, nächste Seite ist Lochbrau Hörblenz. Lochbrau Hörblenz, ich habe es wahrscheinlich heute ausgesprochen. Ausstieg in der Fahrtrichtung werden wir sehen. Gut. Geschwindigkeit reduzieren. Oh, 80 km/h aktuell drauf. Das wird sehr, sehr eng. Ja, perfekter Halt. So, Entschuldigung. Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, weiter geht's. Ja, das Leben eines Lokführers ist schon schön. Man kann alles machen, was man will, außer sich vielleicht da hinten ein Boot leist. Aber ansonsten kann man alles machen. Man kann auf Klo gehen, überall Süßigkeiten ziehen, selber auf eine Parkbank setzen und natürlich auch hier in diesen wunderschönen Waggons auch mal sein großes Geschäft machen. Die werden sich freuen, da habe ich schön was hinterlassen. Nächste Halte, Prägenshafen. Prägenshafen, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Oh, da gibt's Essen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Fahrgäste, wir werden was essen gehen. Kennt ihr irgendwo ein gutes Fischbrötchen? Nee? Schade. Hi Kollege. Ja, ich war gerade ein Fischbrötchen essen. Du fährst weiter? Das freut mich. Gut, dann könnte ich ja hier irgendwo seinen Platz nehmen, wa? Soll ich dir irgendwas Gutes tun? Wie wäre es, wenn ich einfach auf den Schoß sitze? Na komm. Schön. Wie damals mit Papa. War mein Freund? Ja. Toll. Denkst du daran, wir müssen da voll aber aussteigen, ja? Ey, Kollege, ich check mal kurz die Lage, ob alles draußen in Ordnung ist, okay? Wie gesagt, wir hatten ja vorhin so diese paar Schäden hier gehabt. Das müssen wir uns ein bisschen genauer angucken, weißt du? So, Kollege. Warte mal, guck mal hier. Ey, das sieht in Ordnung aus.
Ach, wo geht's eigentlich als nächstes hin? Weißt du das irgendwie? Prägend. Nett. Kollege, ich steck fest! Kollege, nein, ich steck fest! Kollege, nicht losfahren! Nicht, Leute, nicht losfahren! Hilfe! Ich steck hier fest! Oh Gott! Kollege! Schön ausgekugelt! Kollege! Oh Gott, auf dieser kleinen Stufe jetzt hier! Hilfe! Hilfe! Ach Gottes Willen! Kollege! Ich bin doch ja nicht hier! Oh Gott! Als Lokführer willst du nicht alles können in deinem Spiel. Hilfe! Oh ja! Oh Gottes Willen! Oh mein Gott! Hilfe! Kollege! Kollege, hilf mir! Oh nein! Nicht weiterfahren! Hilfe! Kollege! Hilfe! Nein, mein Bein! Mein Bein steckt dort dran! Kollege, nicht fahren, bitte! Fahr nicht weiter! Nein! Ich fühle mich wie Luke Skywalker! Im Imperium schlägt zurück, als er gedacht hat, er kann seinen Vater, aka Darth Vader, besiegen und dabei war er viel zu unerfahren und an dieser komischen Antenne hängt mit so einem ganzen halben Arm. Und dann sagt Darth Vader, ich bin dein Vater. Ich glaube, er sagt einfach nur, ich bin dein Vater. Und der sagt Luke, nein, das kann nicht sein, mein Vater ist doch tot. Der sagt, Darth Vader könnte dann sagen, Luke, ich wünschte, ich wäre es. Obi-Wan ist schuld. Obi-Wan. Und er sagt Luke, nein, Obi-Wan ist mein Opa. Er sagt, Darth Vader, stimmt, kann gut sein, vielleicht, ich weiß es nicht, also, wir haben nie einen Vaterschaftstest gemacht, sagt er, aber kann gut sein, er ist ein netter, lieber Kerl, sagt der Darth Vader, aber jetzt ist Opa auch tot, ich hab ihn getötet, das ist natürlich der Fluch der Familie. Naja, gut, ich warte noch ein bisschen.